Okay, willkommen zu einer neuen Folge von Golden Sun. Okay, warte. Das war meine Mom, wenn ihr sie gehört habt. Glücksmedaille. Ich habe mir jetzt ein bisschen informiert, wo ich hingehen muss. Das war nicht hier, oder? Doch, ich habe genau hier alles aufgesucht. Perfekt. Meine Mutter redet laut, deswegen, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Okay, dann war hier nichts. Wo war das jetzt nochmal, wo ich jetzt hingehen sollte? Dann war es das hier. Dann war es das da oben. Mit einem Elixier. Perfekt. Ich glaube, ich habe dann alles hier gefunden. Habe mich dann ausgerüstet. Perfekt. Dann kann ich zur Schule gehen. Ja, ich kann zur Schule gehen. Sie ist versperrt. Und was habt ihr zu erzählen? Dies ist die Schule von Meister Fee. Seid ihr hier, um zuzusehen? Ja. Verspricht mir, euch ruhig zu behalten. Halt's Maul. Schon allein das Zuschauen macht einen stark. Ich lerne, indem ich beobachte. Und du? Flexibilität und Sprungkraft sind beim Kung Fu sehr wichtig. Starke Tritte sind sehr wichtig. Kick, kick, kick. So macht man das. Meister Fee ist sehr beschäftigt. Er spricht gerade mit seiner Tochter Fei Zi. Ihr könnt ihn jetzt nicht stören. Ich will lernen, also trainieren. Schnelle Schläge sind sehr gut. Meister Fee ist der Beste. Ach ja, wir müssen jetzt irgendwie was dagegen machen. Was können wir dagegen machen? Ach, Kraftwelle. Da kommt erst der Typ mal raus. Wie hast du das denn gemacht? Was? Was ist geschehen? Der Baumstumpf ist von alleine umgefallen. Krieger können nicht... Warte, das ist anders als Chi. Das ist Psi. Übertritt nicht die Linie, Krieger. Stelle dich auf die Linie und setze dein Ski ein. Ja, okay. Dann nochmal. Und was jetzt? Bist du zufrieden? Was hast du getan, Krieger? Dieser Krieger hat Ski eingesetzt. Er stand an der Linie und der Baumstumpf ist umgefallen. Er kann Kung Fu. Kannst du Kung Fu? Ja. Dein Ski muss stark sein, wenn du es aus dieser Entfernung einsetzen kannst. Das muss ich Meister Fee berichten. Glaubst du oder gehst du? Oh naja, jetzt kriegen wir eigentlich mal den... Was ist geschehen? Die Tür hat sich von alleine geöffnet. Das ist Ski. Oder eine... Halt sie, warte. Bist du besorgt, weil... was? Huso spät ist? Er wird sich auf dem Weg von Lama-Tempel verspätet haben. Keine Sorge. Irgendwas stimmt nicht mit Psy. Psy. Nein. Psy. Ich meine... Su. Ich kann es fühlen. Faiji, sind es wieder deine Kräfte? Seit ich mich diese Edelsteine, die vom Himmel fielen, berührt haben, habe ich schlimme Vorahnungen. Hast du eins gegen den Kopf bekommen oder was? Du sagst, dass du Böses fühlst, seit du die Macht der Prophezeiung besitzt. Du hast es mir selbst bereits gesagt. Das glaube ich nicht. Faiji, deine Visionen sind nur purer Zufall. Aber meine Visionen haben sich oft ich hab's wieder mit dem Lesen. Ich hatte eine Vision von Wald von Morgul und sie wurde wahr. Ja, deine Vorhersagen trafen ein, Faiji. Es war sehr überraschend. Die Flut im Altir, habe ich sie nicht auch vorher gesehen? Alle von Faijis Vorhersagen sind eingetroffen. Siehst du, Vater? Ich habe das alles gehört, war auch überrascht. Aber trotzdem bleiben es Zufälle. Du glaubst es immer noch nicht? Psyu, ist spät, deshalb bist du in Sorge, aber hege dennoch keine trüben Gedanken. Du hast doch Leute ausgesandt, um Psyu zu finden, nicht wahr? Störrischer alter Esel. Wie redest du mit mir? Was sagst du da, Faiji? So sollst du nicht mit deinem Vater sprechen. Pech gehabt, wenn du eine Tochter hast. Ich werde niemanden fragen, dann gehe ich halt allein. Es ist so gefährlich. Dies in meinem Alter, wo es dir am Arsch rübergeht. Ja, Meister Fee. Faiji ist verschwunden, das kann auch selbst sehen. Faiji war sehr zornig, sie war regelrecht furchterregend. Psyu ist in Gefahr, Faiji will ihm helfen. Faiji beherrscht Kung Fu, sie wird das schon schaffen. Faiji ist allein, sie kommt nicht weit. Mein
Gott, diese Konversation. Sie wird ohnehin bald aufgehen. Lass sie bis dahin in Frieden. Und du, Kerl? Wie ist das? Der Baumsturm? Er fiel? Was ist geschehen? Ich kann Kung Fu. Das war der Krieger. Er hat Qi benutzt. Krieger, du kannst Qi benutzen? Ja. Mach das nochmal, Krieger. Zeig mir dein Qi. Okay. Kraftelle und... Kabums. Ja, der Baumsturm ist gefallen. Meister, habt ihr gesehen? Der Krieger hat Qi benutzt. Das Qi des Kriegers ist ausgezeichnet. Seid ihr überrascht, Meister? Ein bisschen. Nur ein kleines bisschen. Was ist los, Meister? Der Krieger hat den Baumsturm umgeworfen. Das kann ich bestätigen. Und? Stimmt mit dem Qi des Kriegers etwas nicht? Was der Krieger benutzt hat, war kein Qi. Es war Psi. Was? Es war kein Qi? Es ist zwar ähnlich, aber es ist kein Qi. Krieger, warst du im Fujin-Tempel? Ja. Ach, ich wusste es. Was hat Qi mit dem Fujin-Tempel zu tun? Ich habe mein Qi von Meisterin Hama vom Lama-Tempel gelernt. Nein, erlernt. Dann ist es doch dasselbe wie Qi, oder? Sehr ähnlich, aber trotzdem anders. Qi konzentriert die Energie des Körpers in deiner Hand, um sie dann in einem entfernten Objekt freizusetzen. Du Krieger, hast du Energie benutzt, die aus deinem Geist kommt, verstehst du? Dieser Krieger ist weise, etwas mit der Kraft des Geistes berühren zu können, erfordert große Wahrheit. Das Qi von Fujin entfesselt die Energie des Geistes, während Qi die Energie des Körpers hinterlegt. Da will ich das auch haben. Der Energie des Körpers sind Grenzen gesetzt, aber mentale Energien sind wesentlich freier. Trainiere dein Qi. Es wird sehr stark werden. Gib dein Bestes, Krieger. Und an die Arbeit. Übt. Qi mag seine Grenzen haben, aber jeder kann es benutzen. Übt, übt, übt. Bis ihr euer Qi beherrscht. Ja, Meister. Kabums. Und was jetzt? Okay, damit haben wir das jetzt mal erledigt. Wir können jetzt uns hier verpissen. Wir hätten... Hallo Frau, ihr seid die Krieger aus der Schule. Seid ihr starke Krieger? Ja. Es freut mich, starke Krieger zu sehen. Ich hoffe, ihr geht nach Westen. Kann ich machen. Mein Gott. Okay. Also mit Westen, Westen meint sie jetzt also das hier. Ja, die Seinstraße, Felsen. Was? Seinstraße? Felsen blockieren die Straße. Schön, dass Sorgen, meine Vision, sie wurde wahr. Husu, husu. Wie schön die Steine aufgereiht sind. Und was jetzt? Es hat keinen Sinn, ich kann Hüsus Stimme nicht hören. Okay, Norden, Mühlenfaltin, Westen, Lama-Tempel. Wie war das nochmal? Ich muss mit ihm tauschen. Dann kann ich Wachstum einsetzen. Perfekt. Dann rutsche ich hier runter. Hat Fehler gemacht. So muss ich das sein. Krass. Mein Gott, ich hasse einfach. Ich hasse es in einem Partner ganze Zeit lesen zu müssen. Das ist nervt einfach richtig tierisch und für mich macht es keinen Spaß und für euch gibt es auch bestimmt keinen Spaß dabei. Kraftbrot. Okay, dann haben wir das auch schon geschafft. Da kommen wir nicht weiter. Erst wenn wir in Altin... Also hier was gemacht haben. Okay. Der Schieber. Yay! Und warte mal. Mein Gott, lass mich durch.
In irgendeinem Haus hier gab es etwas zu holen. Wer bist du denn? Was war das für ein Viech? Ah, okay, das war der Dungeon, den ich gehen kann. Okay, in irgendeinem fucking Haus habe ich in zwei Häusern hier kann man was finden. Ich mich noch richtig erinnere, wo das jetzt war. Okay, ich kann mir sowieso jetzt momentan nichts machen. Geh aus dem Weg. Ich gehe einfach mal pennen. Ja. Ich habe ja sowieso zu viel Cash. Da kann ich auch schon ein bisschen was leisten. Ja. Perfekt. Warte, Omachin, was hast du zu sagen? Wir können das Wasser, das dieses Monster speien, nicht trinken. Das ist ja eklig. Warum erschlägt denn niemand diese Viecher? Ja, okay. Dann machen wir es halt. Wenn keiner von euch verdammten Leuten irgendwie nichts machen will und irgendwie die Landschaft hier betrachten will, voller Wasser, dann viel Spaß. Ja, mein Kumpel, ich seh's. Was machst du jetzt? Er kann Frost einsetzen. Ja, okay, ich hab schon gelernt. Mein Gott, ich muss dir nur nicht zugucken, wie du da hochkommst, oder? Ja, komm. Beeil dich. Boah, er hat es geschafft. Mein Gott, nochmal. Ich wette, er wird das jetzt irgendwie löschen. Ehrlich, Entwickler, das hättet ihr irgendwie auch weglassen können. Ich muss ihn die ganze Zeit zugucken, wie er das macht. Ja, füll das auf. Kann ich jetzt gegen ihn kämpfen? Lehne Statue. Oh, ach ja, stimmt. Wenn man andere Kombinationen hat, dann kann man auch andere Attacken hier freischalten. Ich mach mal Nova und du? Was hast du? Bombe, Tornado, Eishorn. Das glaube ich, das werde ich auch noch zeigen. Also die ganzen Kombinationen aus den jeweiligen Chins, wenn man die anders ordnet. Die Tundra. Freier Fall schütze ich. Wildwuchs meine ich. Haltegriff und Eishorn. Ich glaube, er stirbt jetzt nicht sofort. 63, aber ich glaube, es gibt von diesen Viechern mehrere. Wildwuchs. 34, dann jetzt Angriff, 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 Angriff. Perfekt. Ein Fläschchen erhalten. Eiskristall. Ich wette, mit dem Eiskristall kann ich irgendwas machen. Stimmt. Items, Eiskristall. Aktiviert Frost. Ich hab das schon da, Frost. Warum soll ich das normal dann lernen? Ich verstehe den Sinn jetzt nicht, weil ich habe die Ability Frost schon. Deswegen, wird das noch ein Ereignis kommen, wo das jetzt irgendwie verschwindet. Kann auch sein. Okay, dann haben wir das hier auch geschafft. Und was jetzt? Ach geil, jetzt weiß ich. Warte, hier war da irgendwas. Sag ich doch, irgendwas, ich wusste, dass das irgendwas war. Okay, da muss ich später hin. Dann
Dann habe ich diese genannte Sorte jetzt auch gezeigt, eine andere Art der Fledermäuse, aber hey, wenigstens gezeigt. Okay. Das sind alles nur Gegner, die ich schon kenne oder die ihr schon kennt. Deswegen, hey, das macht dann gut und das macht dann Spaß, das alles rausschneiden zu können. Ich höre einen Homo. Neue Gegner, Schleimbestie. Okay, die sind weg. Und der ist auch weg. Da ist der Homo. Okay, bevor ich das, glaube ich, mache, muss ich was machen. Okay. Wenn ich das so mache, springt er rüber. Okay. Mein Gott, ich werde so reich sein. Und aufspringen. Perfekt. Verdammt, ich wollte eigentlich noch nicht ihn ansprechen, aber naja, dann so. Tornado und will dann Gegner in den Schlaf. Schwächt Attacke, das könnte gut sein. 87 Schaden, Nova macht 92 Schaden, Geysir macht 64 Schaden, Attacke fällt um 38, gut. Yay, perfekt. Jetzt können wir ihn ganz angreifen. So, so und so. Einschlag. Okay, er hat Einschlag gelernt. Juhu! Warte mal. Wenn das so ist, kann ich doch in diese eine Höhle jetzt reingehen, oder? Die davor ja mit Wasser gefüllt war. Wenn ich jetzt mich richtig erinnere. Ach, ich muss das sowieso schon längst schneiden. Hier war es nicht, dann war es weiter unten. Oh, neue Gegnersorte. Tarantel. Wildwuchs. Nein. Die Bombe. Tornado. Eishorn. Okay, das habe ich, glaube ich, jetzt gezeigt. Ich bin wirklich overpowered. Niemand fickt mit mir. Wirklich niemand. Und hier rein. Ich glaube, hier findet man was. Oder hier geht's weiter im Dungeon. Kann auch sein. Aber wir sehen es im nächsten Part.